versammelt, die die Liebe anregen. Das heißt, wenn man sowas einnimmt, dann wird man sofort unglaublich wollüstig, bekommt erotische Gefühle und ein Rieseln rieselt über den Körper und man hat nur eines im Sinn: Wo ist die Geliebte und der Geliebte? Und dann wird sich an der Kopulationsfrequenz zeigen, dass es wirklich ein Aphrodisiakum war. Und man kann natürlich diese Mittel auch jemanden, den man ganz heimlich liebt, der einen aber noch nicht erhört hat, in den Tee tun und der vergisst sofort alle Vorbehalte und stürzt sich auf einen. Also, Sie können sich vorstellen, das ist das Reich der Fantasie. Das wollen wir vielleicht ganz gerne. Als wir beide das erste Mal 1986 zu diesem Thema ein Buch geschrieben haben, Isoldes Liebestrank, da kamen damals sehr viele Journalisten zu uns und wenn wir ihnen dann einen Tee kredenzt haben, dann waren sie doch so ein bisschen misstrauisch, weil sie irgendwie dachten, wer weiß, was die mir jetzt hier in Tee getan haben, weil sie eben die Vorstellung hatten, ein Liebesmittel ist etwas, was jemanden davon überzeugt, dass man selber der absolut perfekte Partner für wollüstige Stunden ist. Und das bedeutet natürlich, wenn man das jemand anderem in Tee tut, dann kann man das ja auch selber in Tee getan bekommen. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so lustig, weil man möchte ja nicht so gern die Kontrolle verlieren. Also, wir haben uns vorgenommen, diesen Vortrag in zwei Teile zu teilen. Zuerst mal möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen über diesen Hintergrund. Warum sprechen wir überhaupt von Aphrodisiaka? Wo kommt das her? Wo kommen diese Vorstellungen her? Was haben die für eine lange Geschichte? Wodurch sind die geprägt worden? Und im zweiten Teil wird dann Christian Rätsch mehr über das ganz Handfeste erzählen, was wir heute ja immer gerne hören wollen. Fakten, Fakten, Fakten. Also Pharmakologie, Anwendung und so weiter. Ich bin mehr für die Zwischentöne zuständig, weil ich finde, unsere Welt wäre unglaublich arm und nüchtern, wenn es immer nur um Fakten, Fakten, Fakten ginge. Und wenn es immer nur um die ganz knallharten naturwissenschaftlichen Daten ginge, weil wir sind ja nicht irgendwelche Maschinen, wo man oben was reintut und dann kommt unten was raus, sondern wir sind ja Menschen, wir haben ja Gefühle, wir haben Fantasie, wir haben Intuition, wir haben alles Mögliche, was man wissenschaftlich überhaupt nicht messen und nachweisen kann. Und in der Tat ist es aber wirklich so, dass ein Aphrodisiakum wissenschaftlich gesehen wirklich nur dann eines ist, wenn beim Rattenversuch die Kopulationsfrequenz steigt. Dann ist es ganz klar ein Aphrodisiakum. Wenn, ja, und die Erektionsgeschwindigkeit muss natürlich, es muss natürlich überhaupt eine vernünftige Erektion zustande kommen, das ist klar. Wenn das so wäre, dann hätten wir ein kleines Broschürchen schreiben können. Da wären so drei, vier, fünf Pflanzen drin gewesen. Aber ich gucke mal hier an die Decke mit meinem kunsthistorischen Blick und ich sehe sofort vier, fünf Aphrodisiaka hier oben. Da ist der Granatapfel dargestellt, der so aufplatzt. Dann gibt es die Trauben. In der Mitte ist eine Opiumkapsel zu sehen. Dann ist so die bauchige untere Seite von der Birne und dann der Apfel. Es sind alles Dinge, die als Aphrodisiaka und als Liebesmittel bezeichnet werden. Und wenn Sie hier auf dieses Bild gucken, dann sehen Sie so die Hälfte der Genealogie dieses Hauses, in dem wir hier sind. Da hat man den Eindruck, aus dem waffenstarrenden Panzer von diesem Ritter, der am Anfang dieses Geschlechtes hier stand, sind nun alle anderen hervorgegangen, also diese ganze Ahnentafel, die dann da drüber ist. Und wenn wir hier uns so umgucken und auf diese Bilder gucken, haben wir nicht so wirklich das Gefühl, dass es da mit Lust und Liebe zugegangen ist. Und vielleicht wäre der Ritter ja auch gerne zu zweit gewesen, um diesen unglaublichen Ahnenbaum und Stammbaum hervorzubringen. Also es gibt nur ein einziges Bild, wo ich so, wie gesagt, ich bin ja auch Kunsthistorikerin und gucke mich immer sehr mit diesem Blick auch um, wo man so sehen könnte, da ist so eine Liebessymbolik drin versteckt, nämlich in dieser Dame, die da steht, die hat in ihren Händen Handschuhe, die nach oben geöffnet sind. Das sind Behältnisse,
die gefüllt werden sollen. Also ein Symbol für das Weibliche. Und ein Symbol für das Männliche, was alle Männer gerne hätten, ist dieses Schwert. Also so etwa soll die Erektion bitte auch sein. Und als wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, ist mir ganz deutlich klar geworden, dass es sich eigentlich um ein Dilemma dreht. Nämlich, die Frauen können immer, wollen aber nicht immer. Die Männer wollen immer, können aber nicht immer. Also diese beiden verschiedenen Bedürfnisse sollen diese Aphrodisiaka nun erfüllen. Die Frau also willig machen und den Mann in die Lage versetzen. Und dabei ist zunächst mal die ganz wichtige Frage, warum heißen diese Liebesmittel eigentlich Aphrodisiaka? Darüber möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Das ist so eine Art Märchenstunde. Aber es ist ein Ausflug in die Mythologie. Und wenn Sie so die Facetten mitbekommen, dann werden Sie sehen, dass die Mythologie in der ganzen Welt, jede Kultur hat sich eine Mythologie ausgedacht, in Anführungszeichen. Die Mythologie ist geronnene Lebenserfahrung. Und da steckt unglaublich viel Lebensweisheit drin. Also, wenn man den Griechen zuhört, ihrer Mythologie, dann ist am Anfang das Chaos. Und dann, kurz nach dem Chaos, kommt die treibende Kraft, die aus dem Chaos irgendwelche Ordnungen strukturiert. Und diese treibende Kraft ist Eros. Also in der griechischen Mythologie ist Eros die Kraft der Liebe, ein ganz wesentlicher Moment, damit die Schöpfung in ihrer Vielfalt und in ihren Anziehungen überhaupt zustande kommt. Denn eine Vielfalt entsteht erst dann, wenn zwei Pole voneinander angezogen werden und ein drittes schaffen. Das ist ein Erbe schamanischer Vorstellungen, denn im Schamanismus weltweit geht es ganz wesentlich um zwei Pole, nämlich um das Weibliche und um das Männliche. Und es ist nicht nur in uns Frauen und in den Männern enthalten, sondern in allem, auch in ganz normalen Küchengeräten, ist die Symbolik von männlich und weiblich drin. Zum Beispiel ein Löffel, da ist diese, also der Löffel an sich vorne, ist das Weibliche, die empfangende Schale. Und der Stiel des Löffels ist dann das Männliche. Wenn Sie mit diesem Blick durch die Welt gehen, werden Sie sehen, dass dieses weibliche und männliche Prinzip, das Empfangende, das Durchdringende, das Geöffnete, das Zielgerichtete, überall vorhanden ist. Und dass das wirklich echt auch die treibende Kraft ist. Sonst wären wir in einer unglaublich stagnierenden, sich niemals bewegenden Monokultur, wo einfach gar kein Moment hinzukommt, was irgendwas verändern könnte. Nun gibt es natürlich auch Vorstellungen über die einzelnen Göttinnen und Götter. Diese Göttinnen und Götter ist ja ein ganz anderes Konzept, ein polytheistisches, als das Konzept, was heutzutage seit noch nicht so furchtbar langer Zeit in der Menschheit, übrigens so seit einem ganz kleinen Wimpernschlag von 2000 Jahren, 2500, 3000, gang und gäbe ist und von dem wir glauben, dass das das Maß aller Dinge ist, nämlich die Religion. Die monotheistischen Religionen, die Religionen an sich, denken komplett anders. Da gibt es einen einzigen Gott, basta, fertig. Noch nicht mal eine Göttin. Naja gut, also nach langer Zeit haben sich dann doch die Kirchenfürsten entschlossen, auf ihren Konzilien zu beschließen, dass da doch noch sowas Weibliches erlaubt sein darf. Das ist dann Maria und dass dieses dann sogar gekrönt worden im Himmel. Das ist aber ein Motiv, das ist sehr, sehr spät erst in die Vorstellung gekommen. Also die monotheistischen Religionen gehen von diesem einen einzigen Gott aus, der weiß alles, kann alles, macht alles richtig und hat alles geschaffen. Und das, was nicht so richtig gekonnt wurde, was nicht so richtig perfekt ist,
was Krankheit ist und Tod und Verderben und so weiter, das hat so ein eifersüchtiger Widersacher geschaffen. Weil wenn man so einen hat, der nur wunderbar, edel, hilfreich und gut ist, dann muss es ja auch irgendjemanden geben, der das andere erklärt. Weil keiner von uns lebt in so einer Realitätsblase, wo alles nur rosarot und perfekt und wunderbar ist. Das ist dann eben der Teufel. Aber die beiden interessieren uns jetzt hier gar nicht so sehr. Gott und Teufel, kann ja jeder von uns ganz eigene Erfahrungen mitmachen. Nee, wir wollen uns die Zeit davor angucken. Die Zeit, die viel länger war. Tausende, Zehntausende, Dreißigtausende von Jahren gab es die Vorstellung, dass es Götter und Göttinnen gibt. Und ich muss gestehen, desto häufiger und länger ich darüber nachdenke, und das tun wir beide ja sehr, ja, hauptberuflich, finde ich diese Idee von den Göttinnen und von den Göttern sehr viel genialer. Weil sie uns trainiert, die Vielfalt der Welt überhaupt wahrzunehmen. Und weil mir daran klar wird, dass diese Mono-Vorstellung, monotheistisch, monokulturell und so weiter, eigentlich ein sehr fades Denkmodell ist. Weil wenn wir uns nicht mehr trainieren, Vielfalt, Vielzahl, Mannigfaltigkeit, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Gedanken, Vorstellungen, Funktionen und so weiter vorstellen zu können, empfinden zu können, dann verarmen wir. Und dann spielen wir ganz einfach mit in dieser Monokulturisierung der Welt, die ja rasant zunimmt. Irgendwann mal wird es nur noch eine Sprache geben und die Welt wird überall gleich aussehen wie heute. Also wir sind vom Flughafen in Wien abgeholt worden und da haben die beiden gesagt, das könnte ein Flughafen irgendwo sein. Dass das hier in Wien ist, merkt man gar nicht so sehr. Also das meine ich. Uns geht einfach Persönlichkeit verloren mit dieser Vorstellung, die nur auf ein Wahres ausgerichtet ist. Also jetzt müssen wir uns aber unbedingt mit der Göttin Aphrodite beschäftigen, denn die ist ja eine von diesen vielen Göttern und Göttinnen, die zu diesem Pantheon gehören. Zu diesem Pantheon, der sich in der griechischen Welt etabliert hat und den die Römer dann übernommen haben. Und die Römer haben dieser Göttin dann einen anderen Namen gegeben, Venus. Aber es ist eigentlich dieselbe Göttin gemeint. Da gibt es nun auch verschiedene Vorstellungen, wie diese Göttin in die Welt kam. Also so etwa im 6., 7. Jahrhundert vor Christus gab es zwei Menschen, man ist sich nicht ganz einig, wer der erste und wer der zweite war, weil es einfach nicht so genaue Daten dazu gibt, wann sind die geboren worden, wann sind die gestorben, es ist so ein bisschen Spekulation, die sich die Mühe gemacht haben, diese ganzen Vorstellungen von Göttinnen und Göttern aufzuschreiben und Theologien zu entwickeln, also Genealogien des Göttergeschlechtes, wer stammt von wem ab. Und die haben zwar unterschiedliche Vorstellungen, Zeugnis abgelegt von zwei unterschiedlichen Vorstellungen. Hesiod hat gesagt, Aphrodite ist aus, ja, es ist eine komplizierte Geschichte, also Aphrodite ist entstanden durch das Glied eines Gottes, das abgetrennt wurde, ins Meer gefallen ist und dessen Schaum dann aufgespritzt ist in der Gischt. Und mit dieser Schaumkrone dieser Gischt ist diese Liebesgöttin Aphrodite an die Gestade von Zypern getragen worden. Das ist die eine Vorstellung. Der geht voraus, dass Aphrodite eigentlich die dritte Generation der Götter ist. Die erste waren die Titanen. Das können wir uns auch vorstellen, wenn wir das mal wissenschaftlich betrachten, ist am Ursprung der Welt sind titanische Kräfte. Da geht es darum, dass Vulkanausbrüche stattfinden, dass Verschiebungen von Landmassen kollidieren, dass es zu Erdrutschen kommt, zu allen möglichen Naturkatastrophen. Und das sind in der Tat titanische Kräfte. Und diese Erfahrung mit diesen titanischen Kräften haben sich die Menschen in der Welt der Griechen, der Antike, eben als Menschen, also als, nein, nicht als Menschen, als Urgewalten vorgestellt. Und diese Urgewalten sind die Titanen. Und da gab es die Göttin Gaia und den
Gatten von ihr, Uranos. Und die beiden machten miteinander Liebe und aus dieser Liebe entstanden diese Titanen. Und nun war es aber so, Uranos, der eine Name von ihm, Kronos wäre der griechische, ist eigentlich auch ein Bild der Zeit. Deswegen nennen wir alles, was die Zeit misst, Chronometer. Es bezieht sich auf diesen Gott. Der hatte natürlich Angst, wie alles, was mit der Zeit verbunden ist, dass es eines Tages vorbei ist. Denn die Zeit geht einfach unerbittlich ins Land. Wir entstehen, wir blühen auf, irgendwann mal werden wir ein bisschen schrumpeliger und dann sterben wir. Und dieses Wissen um diese Ängste, die damit verbunden sind, haben dazu geführt, dass man den Uranos oder Kronos sich so vorgestellt hat, dass er so eifersüchtig war, dass er nicht wollte, dass nachfolgende Generationen entstehen. Und deswegen hat er dafür gesorgt, dass sie im Bauche der Göttin Gaia verschlossen bleiben. Aber da waren sie doch irgendwie in so einer Höhle. Und dazu zählte auch Zeus, die nächste Göttergeneration. Und dem hat Gaia eine Sichel zugespielt. Und mit dieser Sichel hat dann Zeus seinem Vater Uranos das Geschlechtsteil abgeschnitten. Das fiel dann vom Himmel ins Wasser und dadurch entstand diese Gischt. Denn dieses Wort Aphrodite heißt Aphros und das heißt Schaum, also die Schaumgeborene. Also wenn Sie sich das genauer überlegen, dann steckt dahinter die Erfahrung, dass es oft Konkurrenzkämpfe zwischen Vätern und Söhnen gibt oder auch Konkurrenzsituationen zwischen Lehrern und Schülern. Denn solange klar ist, wer wer ist, ist ja alles prima. Aber wenn der Schüler nun plötzlich mehr weiß als der Lehrer, dann ist das für den Lehrer nicht mehr so nett. Und auch manche Väter haben Angst, dass die Söhne ihnen eines Tages ihren Rang streitig machen könnten. Mit entsprechender Lebenserfahrung und Weisheit und der Hoffnung, dass man im Laufe des Alters weiser wird und klüger, hat man natürlich mit diesem Problem nicht mehr so viel zu tun, aber es ist ein Problem, mit dem sich die Menschheit beschäftigen musste. Und dieses Problem hatten offensichtlich nicht nur ganz vereinzelte Menschen, sondern viele. Deswegen hat es sich in diesem Mythos verdichtet. Das ist jetzt mein Blick von heute auf diese Mythen. Aber es lohnt sich, so einen Blick auf diese Mythen zu werfen. Den anderen haben wir ja sowieso nicht zur Verfügung, weil wir müssen erst mal gucken, wie sehen wir die Dinge von heute und warum sind die Mythen so, wie sie sind? Was ist der verborgene Sinn dahinter? Also dadurch, dass dieses Glied in das Meer fiel, ist Aphrodite geboren. Da steckt aber auch noch eine andere Naturerfahrung dahinter, die auch was mit Aphrodisiaka zu tun hat. Ich erzähle Ihnen nur Dinge, die mit dem Thema zu tun haben, auch wenn sie weit hergeholt zu sein scheinen. Die Menschen an den Gestaden haben nämlich immer wieder erlebt und gesehen, dass hin und wieder mal so ganz wahnsinnig zerbrechliche Gebilde angetrieben wurden und dass manchmal in diesen zerbrechlichen Gebilden tatsächlich etwas war, was wie Schaum aussah. Und das waren die Papierboote. Das ist ein Tier, das gehört zur Gattung der Tintenfische. Der Nautilus ist ganz eng mit dem Papierboot oder Perlboot verwandt. Ist also ein im Meer lebendes Tier, das Schalen ausbildet. Und bei dem Perlboot, also dem Papierboot, das hat wirklich eine ganz hauchdünne Schale, sodass man, wenn man das also in der Brandung finden würde und es wäre intakt, dann wäre das wirklich fast ein Wunder, weil wenn man dieses Gebilde in der Hand hat, man stellt sich vor, das wird von so einer Welle ergriffen und ans Land geschleudert, dann muss das in ziemlich viele Stücke zerspringen. Also das war schon mal eine wunderbare Erfahrung, die Menschen gemacht haben. Und dann hat man festgestellt, dass die Befruchtung wirklich sehr eigenartig ist, weil in der Tat wird das männliche Glied abgetrennt und treibt isoliert auf dieses weibliche Tier zu, befruchtet es in der Schale und bringt dadurch eben Kleine wieder hervor. Also in dieser Vorstellung von Aphrodite, der Schaumgeborenen, steckt auch eine Naturerfahrung. Das Wissen um eine merkwürdige Zeugung, um ein Zustandekommen von männlichen und weiblichen Kräften, die doch sehr erstaunlich sind, sehr
eigenartig und selten eben. So, das ist die eine Geschichte von Aphrodite. Sie kommt dann also an Land auf Zypern, und da, wo ihr Fuß den Boden betritt, ersprossen viele Blüten und Blumen, und überhaupt, dadurch kommt die Welt der Blüten zustande. Vornehmlich natürlich die Blüten, die uns durch ihre Schönheit faszinieren und die einfach auch wunderbar duften. Dadurch kommt es, dass ganz viele duftende Pflanzen per se schon Aphrodisiaka sind. Weil der Duft ist etwas ganz Elementares. Wir sagen ja, den oder die können wir nicht riechen. Und wenn das so ist, dann ist keine Chance. Auch die Parfümindustrie hätte dann keine Chance, weil das ist das, was uns wirklich hintreibt zu der Person, mit der wir uns wirklich paaren möchten. Also wenn wir diesen Körpergeruch angenehm finden, dann ist das das untrügliche Zeichen, dass das der richtige Partner oder die richtige Partnerin für uns ist. Dazu gäbe es eine interessante Fußnote. Und zwar dadurch, dass die Pillen erfunden wurden, die ja den Zyklus der Frau verändern, hat das auch Einfluss auf den Geruch gehabt und hat auch die Aromastoffe der Frauen verändert und hat dazu geführt, dass tatsächlich Paarungen zustande kamen, die eben nicht so ideal sind. Also darüber gibt es Studien, dass eben der richtige Geruch wirklich etwas ganz Wichtiges ist. Also das hat die Natur so eingerichtet, dass wir sexuell erregt werden von einem Geruch, der genau zu uns passt. Und ein anderer Geruch, der stößt uns eben ab. Das bedeutet, das hat gar keinen Zweck, mit so einem Menschen näher in Kontakt zu kommen. Der kann noch so schön und klug sein, der kann noch so viele verborgene innere Werte haben. Diese Geruchsbarriere ist ganz wichtig. Also ist eines der hervorragenden Eigenschaften der Aphrodisiaka der angenehme Geruch, der Duft. Denn viele haben ja einen wirklich betörenden Duft. Und das ist zum Beispiel bei den Rosen der Fall, die ein ganz wichtiges Liebesmittel sind. Die sind nicht deswegen Liebesmittel, weil wenn man sie isst, man dann irgendwie plötzlich in der Wollustkurve nach oben geht, sondern weil wir einen Geruch haben und weil wir diesen Duft betörend finden. Und weil wir in einer Zeit leben, in der die Augen und der Augensinn, der Sehsinn so stark befürwortet wird, wir brauchen nur an Reklame zu denken und an die ganze Scheinwelt der Mode und so weiter, sind in den Rosensorten ganz oft zugunsten einer üppigeren, schöneren, gefüllteren Blüte oder Farbe, ist dann dieser Duft weggezüchtet worden. Und erst in neuester Zeit besinnt man sich darauf, dass die Rosen ja teilweise einen wirklich sehr fantastischen Duft auch haben. Also die Erklärung für die Aphrodisiaka liegt in dieser Liebesgöttin, und die andere Geschichte, wie sie geboren wurde, ist ein bisschen nüchterner von Homer, der sagt, sie sei die Tochter von Zeus, also von dem, der Uranos entmannt hat, und von der Meeresgöttin, einer der Meeresgöttinnen gewesen, mit dem Namen Dione. Über die ist nicht so sehr viel bekannt, aber es ist interessant, dass es die Vermählung von dem ganz oben auf dem Olymp thronenden und somit dem Himmel und der Luft nahen Gott Zeus mit dem Wasser ist, dass also beide Elemente miteinander verbunden werden und dass dadurch diese Liebesgöttin entsteht. Interessant bei der Liebesgöttin ist, wenn man nachschlägt, mit wem war sie denn verheiratet, mit wem hatte sie Affären, mit wem hat sie welche Kinder bekommen. Sie war verheiratet mit dem Feuergott, mit dem Schmiedegott Hephaistos. Und dieser Hephaistos war ein nicht so allzu attraktiver Mann, ganz im Gegenteil, ziemlich hässlich. Hephaistos heißt der Hinkende. Also nicht unbedingt so der richtige Gatte für so eine traumhaft schöne, betörende, verlockende Liebesgöttin. Die Frage ist, warum hat die griechische Mythologie sie nun diesem Schmiedegott Hephaistos zur Gattin gegeben?
Bitte? Oh ja, toll, klasse. Ja, ich könnte mir natürlich nicht wirklich nachvollziehen mehr, aber ja, wäre eine gute Überlegung. Also, da gibt es verschiedene Überlegungen dazu. Die eine ist natürlich, dass so ein Schmied auch ein Goldschmied sein kann und dass er als Goldschmied eben ganz viele schöne Geschmeide schaffen kann. Und da gibt es auch wirklich eine ganze Menge kleiner Mythen und Geschichten, die das erklären, dass also irgendjemand, der die Götter betören wollte, ihm doch diese zur Ehepartnerin zu geben, dann sich ein schönes Geschmeide hat herstellen lassen und... Ja, genau. Genau. Also dieser Hephaistos, dieser Schmiedegott, hat es eben möglich gemacht, dass man andere betören konnte mit Schönheit. Aber da steckt natürlich auch die Überlegung da drin, dass die wirkliche Liebe gar nicht so an der offensichtlichen Schönheit klebt, sondern dass Liebe und Anziehung auch etwas sind, was sehr individuell unterschiedlich ist. Wenn man zum Beispiel in einem kleinen Volk ist, was wir als Ethnologen ja manchmal sind, wo wir Erfahrung gesammelt haben, dann ist es ganz beeindruckend zu merken, dass in unserer Massenkultur wahnsinnig viele Faktoren dazukommen müssen, dass man unter diesen Tausenden und Abermillionen von Möglichkeiten genau den einen findet oder die eine. Das heißt, wir haben ein ganz ausgeklügeltes System, wann wir jemanden anziehend finden, wann wir uns mit jemandem einlassen würden. Also, weil wir sind ja tagtäglich mit unendlich vielen Menschen irgendwie zusammen und eigentlich ist ja unsere Natur so eingerichtet, dass wir jederzeit mit jedem ins Bett gehen könnten. Machen wir ja aber nicht. Keiner von uns macht das. Und das bedeutet, in einer Kultur, in der es nur sehr wenig Leute gibt, ist es ganz anders. Da sind nur sehr wenige kommen in Frage, die als Geschlechtspartner zu erwählen wären. Vom Alter kommen sie in Frage, es gibt nicht so viele Männer, nicht so viele Frauen und so weiter. Und da stellt man fest, dass diese wahnsinnig ausgeklügelten Rasterfahndungsmethoden, die wir so haben, da wirklich gar keine Rolle spielen. Und das bedeutet, dass jeder Mensch wirklich einen Partner bekommen kann. Und dass das überhaupt nicht wichtig ist, wie jemand aussieht. Das hat mich sehr fasziniert und sehr beeindruckt, weil ich gemerkt habe, wie unglaublich ausgrenzend wir oft sind. Einfach, wir sind es nicht, weil wir so sein wollen, sondern einfach, weil wir auch in so einer Gesellschaft leben. Das heißt, in der Natur und in der Kultur der Menschen, die in der Natur leben, gibt es immer wieder irgendwelche Mittel und Wege, wie die Art erhalten werden kann. Denn darum geht es ja letzten Endes, dass man selbst nicht ausstirbt, dass die eigene Kultur nicht ausstirbt, dass man seinen Genpool an die anderen weitergibt. Also Hephaistos war nun ihr Gatte. Mit dem hat sie aber nicht immer gelebt, sonst hätte Aphrodite da unten irgendwo in irgendwelchen Höhlen ihre Zeit verbringen müssen, umgeben von ziemlicher Temperatur und Qualm und auch Dreck und so weiter. Aphrodite war ja als Liebesgöttin einfach nur diesem Prinzip der Liebe, der Erotik, der Sinnlichkeit, der Anziehung und so weiter verpflichtet. Und die machte das, was alle Götter und Göttinnen so tun. Sie guckte sich um. Und berauschte sich an der Vielfalt der Möglichkeiten. Und ein Liebhaber von ihr war Ares. Ares, der Kriegsgott, den die Römer Mars nennen. Auch das ist interessant. Warum ist die Liebesgöttin ausgerechnet mit dem Kriegsgott in Verbindung? Dahinter stecken Überlegungen, dass die Liebe etwas ist, was für Erhaltung, für Bestand, für Fortbestand und so weiter, für Kreativität sorgt und dass der Krieg eben Dinge zerstört, kaputt macht. Aber dass diese zerstörerische Kraft unbedingt ein Gegengewicht haben muss in dieser erhaltenden und erschöpfenden Kraft, dass diese beiden letztlich zusammengehören. Es gibt ja auch so Leute, die so schlaue Sprüche machen wie der Krieg ist der Vater der Erfindung oder so, also letzten Endes ist es ja auch so, dass wir jetzt in einem Moment angekommen sind, wo wir über 60 Jahre Frieden
hinter uns haben. Es ist ein unvorstellbar langer Zeitraum. Und wir merken, dass sich Krieg auf anderen Ebenen anbahnt. Also offensichtlich ist das eben wichtig, diese beiden verschiedenen Kräfte, denn die treiben irgendwie die Welt voran. Also im Schamanismus würde man sagen, das eine ist eben die weibliche Kraft, die für Fortpflanzung sorgt, das andere ist mehr die schneidende Kraft, die für Beendigung, für das Gegenteil eben sorgt. Und beide gehören sie zusammen, man kann das eine nicht ohne das andere denken. Dann gibt es noch eine andere Liebschaft, die Aphrodite hat, und das ist die Liebschaft mit Adonis. Das ist so eine ganz naheliegende Geschichte. Adonis war ja so ein ganz wunderbarer, schöner Jüngling. Und klar, dass sich Aphrodite auch von Schönheit angezogen gefühlt hat. Interessanter ist, dass sie mit dem Ares, mit diesem Kriegsgott, verschiedene Kinder bekommen hat. Also da gibt es ganz viele verschiedene Auslegungen, denn im Gegensatz zur Bibel oder zum Koran oder zu diesen schriftlichen Quellen der monotheistischen Religionen gibt es bei den Mythen keine verbindliche Quelle. Wenn Sie mal nachgucken bei Runke Graves oder anderen Mythenforschern, die jetzt Geschichten von der griechischen oder der römischen Mythologie erzählen und sie schlagen nach bei Aphrodite, dann finden Sie am Fuße des Blattes ganz viele Fußnoten, da steht, andere behaupten, sie wäre dort geboren, andere sagen, sie hätte diesen und jenen Liebhaber gesagt, in der Region so und so erzählt man sich, dass dieser Gott aber so und so hieß. Das heißt, die Mythen hängen damit zusammen, wo die Menschen gelebt haben, die diese Mythen erdacht haben. Also von welcher Natur, von welchen Eindrücken in der Natur sind sie geprägt worden? Waren sie ein Volk, was in Bergen lebte, oder waren sie ein Volk, was als Fischer am Meer lebte? Dann müssen die Mythen unterschiedlich sein. Und die Vorstellungen von diesen Göttern und Göttinnen haben eine ganz andere Gestalt. Und diese andere Gestalt drückt sich auch in anderen Namen oder Beinamen aus. Und manche von diesen Kindern, die Aphrodite mit dem Ares gezeugt hat, geboren hat, sind Eros. Also da ist es dann nicht mehr nur diese unglaublich wesentliche treibende Kraft, die wir schon am Anfang der Schöpfung gesehen haben, sondern da ist es eben mehr so eine Art Vorstellung wie so ein kleiner Amor, so ein kleines Baby, was ja auch im Barock und in der Renaissance angefangen durch die Bilder fliegt, so kleine Putti mit kleinen Flügelchen, mit einem kleinen Pfeil und Bogen, wo sie eben dann diese Liebe, diese Verliebtheit entzünden mit. Das ist dann wieder was anderes als dieser Eros, diese Kraft, von der ich Ihnen am Anfang erzählte. Eine andere interessante Persönlichkeit, die aus dieser Verbindung hervorging, war Harmonia. Also wenn sich die Liebe und der Krieg vereinigen, entsteht die Harmonie. Das heißt, es entsteht ein Gleichgewicht, ein prekäres Gleichgewicht, was zur vorübergehenden Harmonie führt und was dazu beitragen kann, dass ein Umschlag passieren kann. Dass also vielleicht die Kraft, die sehr in Richtung Zerstörung war, wieder austariert wird durch Verständnis, durch Zugeständnisse, durch Kompromisse und so weiter, was dann mehr wieder zur Harmonie führt, bis es so langweilig ist, dass der Esel wieder aufs Eis geht und dass wieder neue Kriegszustände und Reibereien und Konflikte und so weiter entstehen. Also eigentlich merken wir das ja im Laufe eines Lebens, wie viel diese Kräfte in unterschiedlichen Gewichten sind, manchmal überwiegen die einen und manchmal die anderen, auch in unserer eigenen Psyche, auch in unserer eigenen Natur. Manchmal fühlen wir uns ganz ausgewogen, manchmal sind wir irgendwie doch ein bisschen streitlustig und manchmal haben wir das Gefühl, wir schweben auf der siebten Wolke und sind irgendwie ganz beseelt von dem Gefühl, alles zu lieben und alles zu verstehen. Also die Mythen sind eigentlich Spiegelbilder unserer eigenen Vorstellungen und unserer eigenen Natur, unserer Aufwallungen, unserer Instinkte, unserer Lebenserfahrung. All das spiegelt sich in den Namen, in den Konstellationen der Mythen ab. Deswegen hat man diese Liebesgöttin
eben zu der Ahnmutter der Mittel gemacht, die die Menschen in erotische Stimmung versetzen sollten. Deswegen nennt man sie Aphrodisiaka, daher kommt der Name. Der römische Name Venus war jetzt nicht so opulent, sondern eher ein bisschen ernüchternd. Dieser römische Name Venus stand Pate für die venerischen Erkrankungen, also für die Geschlechtskrankheiten. Insofern spielt die Wissenschaft eigentlich so eine nachfolgende Rolle der Mythologie, weil die frühe Wissenschaft, die Taxonomie der Begrifflichkeiten, die ganze Botanik, die ganze Systematik der Namen, der botanischen Namen, wurde von diesem Carl von Linné ganz stark durch seine Kenntnis der Mythologie befruchtet. Ganz viele Namen haben etwas mit Mythologie zu tun und deswegen sind sie sehr genial, weil er hat die Pflanzen betrachtet, er hat sich angeguckt, wie wirkt diese Pflanze auf mich, wie sieht sie aus, was hat sie für Eigenschaften, welche Eigenschaften hat sie als Heilpflanze oder so und mit welcher Gottheit ist sie in Verbindung zu bringen, und das ist dann in diese Botanik eingeflossen, die ja heute immer noch die verbindliche Grundlage der Wissenschaft ist. Und das gilt auch für die Medizin, dass ganz viele mythologische Modelle da eingeflossen sind, was Menschen, die sich diese Namen merken sollen, das erleichtert und ermöglicht, sich das zu lernen, zu merken, weil man das dann selber in ein Bezugssystem bringen kann, was Sinn macht für einen. Später nach Linné hat sich das dann geändert, da ging es dann mehr darum, dass sich einige Wissenschaftler dann damit selber einen Namen machen wollten und die neu entdeckten Pflanzenarten oder Tierarten nach sich selbst benannt haben, um selber in diese Ahnenreihe einzugehen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweiliger. Aber naja gut, so ist das eben. Jedenfalls, Aphrodisiaka, wenn man sich damit ganz genau beschäftigt, und das mussten wir tun, wenn man an so über 1000 Seiten sitzt, wo man also alles das einbringen will, was jetzt von der Menschheit mal als Aphrodisiaka ausgedacht wurde, das ist eine sehr intensive Beschäftigung. Man muss irgendwie auch so einen Faden finden, ja, wie begreife ich das denn selber, warum das jetzt ein Aphrodisiakum ist und wie mache ich das auch verständlich, weil das sind teilweise ganz eigenartige Dinge, die da drin stehen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, dass wir sagen, naja klar, das kann man sich vorstellen, wenn man einen Tee davon trinkt, dann hat das eine Wirkung. Mir ist sowieso sehr aufgefallen, dass wir unfassbar wirkungsbesessen sind. Wir orientieren uns nur nach Wirkung. Was hat es für eine Wirkung in uns? Also oben rein, unten raus. Und wir haben also eigentlich ein mechanisches Modell von den Dingen. Und wir haben uns sämtliche sinnlichen Nuancen praktisch von unserer eigenen Vorstellung, die wir gerade an diese Aphrodisiaka richten, amputiert. Völlig wurscht, wie das aussieht, völlig wurscht, wie sich das anfühlt, keine Frage danach, wie das riecht und so weiter. Wenn man sich damit beschäftigen würde, würde man merken, dass die Liebesmittel eigentlich eine Schule der Wahrnehmung sind und eine unglaublich spannende Reise in die Sinnlichkeit, weil sie öffnen wirklich unsere Sinne und nicht nur den Verstand, okay, gut, wenn ich das nehme, dann werde ich geil, sondern sie lehren uns, genau hinzugucken, zu betrachten, wirklich zu betrachten. Und mit Muße zu schauen, nicht dieses unterscheidende Blicken, Gucken, Sehen, sondern das Schauen, das betrachtende Schauen, das mit Muße geschieht. Man sitzt an einem Bachufer und plötzlich sieht man vor sich eine Pflanze, meinetwegen eine Iris. Und dann betrachtet man sich diese Blüte. Und dann fallen einem Prinzipien in dieser Blüte auf. Und dann stellt man fest, was die für eine unglaubliche Schönheit hat und wie sie komponiert ist. Oder man sitzt irgendwo, man hat zum Beispiel vor sich in einem schönen Restaurant, irgendwo in Frankreich, Italien oder auch hier in Österreich, ein schönes Muschelgericht. Und man
zerschneidet diese Muscheln nicht einfach mit Messer und Gabel, sondern man nimmt sie auf die Gabel und man betrachtet sie und man stellt fest, wie glitschig die sind, wie die sich anfühlen, wie die duften und wie die aussehen. Und dann stellt man fest, ach Mensch, das sieht doch eigentlich aus wie ein weibliches Geschlechtsorgan. Und wenn man das denkt, dann bekommt man einen Zugang in das Reich der Liebesgöttin. Einfach durch den Gedanken, durch die Betrachtung, merkt man, man kommt auf andere Gedanken. Man denkt nicht mehr daran, oh Mann, hoffentlich wird die Rechnung nicht so hoch werden oder was habe ich dann nachher noch zu tun, was steht noch alles auf meinem Plan oder sowas, sondern man wird plötzlich eingesaugt von einer Stimmung, die einen wirklich in eine andere Situation bringt und die einen eben diesem Reich der Liebesgöttin annähert. Als wir an diesem dicken Schinken schrieben und auch in unseren zwei anderen Büchern davor, haben wir natürlich selber erstmal ausprobieren müssen, ja, wie wirkt das? Und Christian Rätsch wird ja gleich darüber berichten, wie das jetzt mit der Pharmakologie und mit den Inhaltsstoffen und so weiter ist. Aber wichtig ist, sich mal vorzustellen, wie das ohne diese Wirkung eigentlich ist. Also jedenfalls, wir haben uns gedacht, was wäre, wenn keine Wirkung auftritt bei den Pflanzen, die nur offensichtlich eine Wirkung haben sollten. Es gibt eine Pflanze aus Afrika, die eben zu den Pflanzen gehört, die ganz eindeutig eine aphrodisierende Wirkung haben. Und die haben wir Freunden gegeben. So als Pulver bekommt man die, haben gesagt, probiert das doch mal aus. Also ein befreundetes Paar. Und dann haben wir sie ein paar Tage später getroffen und gefragt, ja und wie war's? Und was habt ihr erlebt? Und dann meinten sie, ja gar nichts. Und dann haben wir gefragt, ja wieso denn? Was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben in der Küche gesessen, wir haben Zeitung gelesen und wir haben gehofft, dass dann irgendwas über uns kommt. Und das kann einem halt passieren, wenn man so fokussiert ist auf eine Wirkung, die plötzlich übereinkommt und wenn man sich selber gar nicht in so eine Stimmung versetzt. Weil es ist ganz wichtig, dass man sich selbst in eine Stimmung versetzt, die einen breiter und offener macht, feine Nuancen wahrzunehmen. Denn das, was viele Liebesmittel zu Aphrodisiaka macht, ist nichts, was mit der Keule kommt, sondern das sind sehr subtile Dinge. Also zum Beispiel ist es so, es gibt zwei Liebesmittel, die ich als Frau aus weiblicher Perspektive wirklich sehr hilfreich und gut finde und sehr interessant. Von diesen beiden möchte ich Ihnen zum Schluss jetzt noch erzählen. Das eine ist Damiana, das andere ist Ephedra, bekommt man beides in der Apotheke. Und das Ephedra ist nicht mehr so leicht erhältlich, weil es Ephedrin beinhaltet. Als wir die ersten Bücher dazu schrieben, war das noch nicht so. Mittlerweile kann man das nur ausgehändigt bekommen, wenn man mit einem Rezept kommt und der Arzt hat einem dann eben geschrieben, das wäre ein gutes Analgetikum, wenn man unter solchen Irritationen leidet, wie zum Beispiel Heuschnupfen, wenn man also Allergien hat. Das ist nämlich eins der wenigen wirklichen guten, natürlichen Antiallergika. Und das kommt auf die Dosierung an. Wenn man das in einer bestimmten Dosierung zu sich nimmt, dann merkt man tatsächlich, dass der Körper von Schauern überzogen wird. Wenn jetzt Männer ganz eifrig schon ihren Stift gezückt haben, um Ephedra aufzuschreiben, muss ich sie leider enttäuschen, weil das ist nur bei Frauen so. Für Männer ist das mit der Hautsensation auch. Und wenn sie sich damit zufrieden geben, einfach mal diese Bereiche der Sinnlichkeit auch wahrzunehmen, ohne sofort richtig Mann sein zu müssen, dann ist das interessant. Aber es hat den Haken, dass es tatsächlich die Erektion verhindern kann. Und das ist ja nicht unbedingt gewünscht in dem Zusammenhang. Und bei Damiana ist es so, das ist ein Mittel, was unglaublich hilfreich ist für die vielen Frauen, die irgendwann mal in ihrem Leben unter starken Menstruationsbeschwerden leiden, die krampfartige Schmerzen bekommen, weil es entspannt wirklich sofort. Also eine Zeit lang habe ich immer solche Kompretten dabei gehabt, das ist also dann die
das gestampfte Pulver in so Gelatinekapseln, davon braucht man nur 2, 3 zu nehmen. Das ersetzt wirklich jedes starke Schmerzmittel. Es ist wirklich total krampflösend. Und wenn man einen Tee davon zubereitet, dann spürt man auch, dass es sich wirklich sehr positiv anfühlt. Man fühlt sich einfach entspannt. Und das ist natürlich das Allerwichtigste bei diesen Aphrodisiaka. Also Aphrodisiaka sind dann sinnvolle Aphrodisiaka auf die ein oder andere Weise, ob durch ihr Aussehen, ob durch ihren Duft, ob durch ihre Gestalt oder durch ihren Tastsinn, also ihre Beschaffenheit oder durch ihre Wirkung. Sie entfalten nur dann ihre Wirkung, wenn wir entspannen. Weil es ist ganz wesentlich notwendig, in diesen Gefilden der Liebe einfach im Hier und im Jetzt zu sein, ohne an das denken zu müssen, was vor einem liegt, also in der Zeit vor einem liegt, oder was in der Zeit hinter einem liegt. Also zum Beispiel traumatische Erfahrungen, die man gemacht hat. Meinetwegen, wenn man ein Missbrauchsopfer war, dann ist es extremst schwierig, sich so zu entspannen, dass man überhaupt diese Gaben der Aphrodite als etwas Wohltuendes und nicht nur Wohltuend, sondern auch etwas unglaublich Beflügelndes und Bereicherndes empfinden kann. Und was ich Ihnen auch ganz wichtig mit auf den Weg geben möchte, ist, überlegen Sie sich mal, in welcher Welt wir heute leben und was diese Welt heute mit unseren Sinnen macht. Wir leben in einer Welt, in der wir von Sinnen nur, also von sinnlichen Reizen nur so überrannt werden. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Wir sind also an einen unglaublichen Strom von Reizüberflutung gewöhnt. Auch in unserer Nahrung. Wir leben heute nicht mehr so, dass die dunklen, kalten Wintermonate vergehen und wir nur von dem uns ernähren können, was wir pökeln konnten oder irgendwie trocknen konnten oder sonst haltbar machen konnten. Das heißt, wenn dann der Frühling kommt und die ersten Frühlingsblumen und Gemüse und Kräuter und Gewürze wieder sind, das muss natürlich eine unglaublich belebende und auch sinnlich belebende Wirkung gehabt haben auf die Menschen, die monatelang auf so einen Vitaminstoß verzichten mussten. Das ist ja für uns heute gar nicht mehr so. In der Zeit, in der die Aphrodisiaka zu Aphrodisiaka wurden und ihren Ruhm und ihren Ruf überhaupt erst erworben haben, war das auch nicht so, dass die Menschen diese ganzen Genussmittel hatten, die wir heute hatten. Es gab keinen Tee, es gab keinen Kaffee, es gab keinen Kakao, es gab keinen Tabak. All die Dinge, mit denen wir uns heute morgens überhaupt wach kriegen, um in den Tag zu kommen und indem wir uns irgendwie entspannen, die hat es nicht gegeben. Die Menschen lebten über Jahrhunderte lang in unseren Breitengraden immer von Biersuppe und von Gerstenbreien und so weiter. Da gab es nicht dauernd Obst und Gemüse in ganz ausgewogener Auswahl. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung dann gehabt, wenn man wirklich einen frischen Apfel auf dem Teller hatte oder so. Und dann hat man diesen frischen Apfel auch ganz anders betrachtet. Und um zurückzukommen auf die 5, die ich ganz am Anfang genannt habe, der Granatapfel ist kein Liebesmittel, weil er eine Wirkung hat, die diese Erotik und diese Sinnlichkeit in uns entfachen würde, sondern durch die Symbolik. Weil wenn man ihn aufschneidet, dann ist das, was man an dem Granatapfel isst, sind diese vielen knackenden, wunderschön funkelnden Perlen von Samen. Und die weisen auf Fruchtbarkeit und auf Vielzahl hin und bedeuten damit, dass einer Verbindung zwischen Mann und Frau etwas Neues emporkommt, also dass etwas daraus hervorkommt. Das ist also dann eine symbolische Sinnlichkeit, dann ist es also ein symbolisches Aphrodisiakum. Und wenn man den Wein, die Trauben betrachtet, dann ist es einem auch klar, dass es nicht darauf ankommt, sich einfach Wein hinter die Gebinde zu kippen oder irgendwelchen Alkohol, sondern dass das ganz stark von der Menge und von der Dosierung abhängt. Ein klein bisschen kann tatsächlich einen entspannen
Und es kann dazu führen, dass man nicht mehr so verkrampft ist, weil man schamvoll ist oder weil man verklemmt ist oder so, sondern dann kann man sich befreien von irgendwelchen Verengungen und Verklemmungen. Aber wir wissen genauso, dass wenn das zu viel des Guten ist, dass das eine verheerende Wirkung haben kann und dass das alles andere als aphrodisisch ist, dann führt es einfach nur zum Blackout. Also, es kommt auch sehr darauf an, wie man mit diesen Dingen umgeht und wie man sie nutzt. Und natürlich spielen bei solchen Früchten wie Apfel und Birne auch mehr das Aussehen, die Symbolik, die Beschaffenheit, der Duft und so weiter eine Rolle. Und zum Abschluss dieser Ausführung möchte ich nur noch mal sagen, ich würde mich eigentlich wirklich sehr freuen, wenn wir Aphrodisiaka mal nicht von diesem funktionalen Bedürfnis aus betrachten würden, sondern wenn wir sie nutzen würden als Reise in die wirklich sehr vielfältigen Welten der Sinne und wenn wir sie wahrnehmen würden als Schulung der Wahrnehmung. Denn das ist das, was wir heute wirklich unglaublich dringend wichtig brauchen. Der ganze Reichtum und alles, was wir haben, unsere eigenen Möglichkeiten, alle Chancen, die wir heute haben, nutzen uns gar nichts, wenn wir sie nicht wahrnehmen können. Und auch die Schönheit und Klugheit unseres Gegenübers nützt gar nichts, wenn es der Wahrnehmung verschlossen bleibt. Also die Wahrnehmung ist der Schlüssel. Und für die Wahrnehmung, finde ich, können wir eine ganze Menge heute tun, weil sie wird eigentlich nirgendwo mehr wirklich gefördert. Es sei denn, viele von Ihnen sicherlich hier, sonst wären Sie ja auch nicht da, begeben sich auf die Suche nach der Wahrnehmung von der Welt. Und die Aphrodisiaka können uns dabei helfen. Vielen Dank.